Ja gut, dann liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserem Haus zur Diplomarbeit von der ÖWU Lus. Mein Name ist Anja, ich war im Sommersemester, Sommersemester 2020 habe ich meine Diplomarbeit geschrieben im Unternehmensrecht und habe mir dann daraufhin ein paar Gedanken gemacht, was ich mit der großen Frage zum Schreiben angefangen habe und versuche das jetzt für euch da ein bisschen zu erklären, was meine Gedanken so waren. Ich hoffe, ich bin in Landsburg, Herzlingen. Ja. Grundsätzlich einmal, bevor man überhaupt sich mit dem Thema Diplomarbeit beschäftigt, schadet es nicht, wenn man mal ins Curriculum geschaut hat. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Macke von uns Impalerinnen. Wir arbeiten sehr viel mit dem Curriculum und deswegen möchte ich euch das auch nicht vorenthalten, was da drinnen eigentlich genau über die Diplomarbeit drinnen steht. Grundsätzlich ist es so, es ist eine wissenschaftliche Hausarbeit, gut, so viel haben wir schon gewusst, welche die diskursive Erörterung einer theoretischen Fragestellung oder die Analyse von Gerichts- oder Behördenentscheidungen oder ein Fallgutachten aus einem der Fächer, die wir so haben, beinhalten. Genau. Möglich ist es auch, eine verkürzte Diplomarbeit zu schreiben, wenn jemand einen Moodcard macht. Da reden wir aber später noch ein bisschen mehr drüber. Genau. Die Diplomarbeit hat 12 ECTS, also das ist schon ein ganz schöner Brocken. Vergleichbar, ich glaube, Unternehmensrecht hat auch 12, also das ist schon ordentlich, wenn man das in einem Semester schafft, dass man auch mit der Prüfungsleistung da ganz gut dabei ist. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, wie weit seid ihr mit eurer Diplomarbeit? Hat sich schon mal wer Gedanken gemacht über ein Thema? Oder sagt ihr auch, wer hat schon ein Thema? Oder hat schon mal wer? Ja? Okay, also seid ihr alle relativ new in dem Diplomarbeit, bis es okay passt. Ja, am Anfang war es bei mir so, ich habe einmal gedacht, okay, man studiert da so fleißig vor sich hin, macht Prüfung nach Prüfung und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man sich denkt, da ist noch so etwas, das nennt sich Diplomarbeit, das sollte ich vielleicht auch irgendwann einmal schreiben. Und dann zwangsläufig muss man sich mit dem Thema der Arbeit beschäftigen. Und das ist zugegebenermaßen, finde ich, eigentlich die größte Hürde, die man zu Beginn hat. Wie komme ich denn überhaupt zu einem Thema? Und da ist eigentlich mein erster Tipp sozusagen, horcht und schaut Nachrichten, Fernsehen, Podcast, Radio. Also nicht, wenn ihr im Auto irgendwo hinfahrt, dann tat ihr mal nicht die Spotify-Playlist ein, sondern zwingt sich einmal das Ö3 oder Live-Radio oder sonst irgendwas Herz. Weil man wird das nicht glauben, wie viele Nachrichten mit juristischem Bezug jeden Tag auf uns einprasseln. Also ganz egal, in alle möglichen Bereiche, sei es jetzt Unternehmensrecht oder Europarecht oder im allgemeinen Zivilrecht, eigentlich hat in fast jeder Nachricht, die man so hört, irgendwas im juristischen Bezug, das eine Fragestellung aufwirft. Wie ist das jetzt generell, wenn ich mit einem Thema die Diplomarbeit beginne? Also bei manchen BetreuerInnen ist es so, es gibt auf Instituten eine Liste. Ich glaube, dass es zum Beispiel im Strafrecht so ist, dass der Professor Bickelbauer zum Beispiel eine Liste hat und da muss man sich dann am Beginn des Semesters sowieso melden und der schaut dann ein Thema vor. Das ist voll der Luxus, gibt es leider nicht überall. Also im Unternehmensrecht beispielsweise habe ich mir die Diplomarbeit geschrieben. Da ist es schon so, dass man sich selber ein Thema überlegen muss. Und manche machen sogar im Diplomarbeitsseminar Vorschläge, also die sagen dann, wenn man sie dann fragt, haben sie vielleicht ein Thema, das und das würde mich ungefähr interessieren, einen Themenbereich nennen idealerweise, dann kann es sein, dass man da vielleicht auch schon den einen oder anderen Vorschlag kriegt. Bei mir war es tatsächlich so, ich bin im Auto gesessen, bin von der Uni zu mir heim nach Wels gefahren und habe, also ich liebe Schokolade mal vorweg, und habe dann gehört, dass das BGH in Deutschland irgendwas mit Lindt entschieden hat. Da hat man dann so gedacht, ah ja, Markenrecht interessiert mich grundsätzlich und habe dann da zum Recherchieren angefangen und habe mir dann gedacht, hey, das wird mein Diplomarbeitsthema und ist es dann auch tatsächlich geworden. Also das Thema Podcast, falls wer im Strafrecht schreiben will, vielleicht auch True Crime oder so,
Oder wirklich auch im Fernsehen, vielleicht schaut ihr mal ZIP oder so, da kommen auch immer wieder Themen auf, wo man sich denkt, boah, das ist eigentlich gar nicht so interessant. So, wir haben ein Thema, das ist schon mal top. Punkt 2, wir brauchen den, der unsere Diplomarbeit korrigiert. Logischerweise ist die Betreuung themenabhängig. Also man wird sich natürlich auf dem Institut eine Betreuung suchen, wo das eigene Thema thematisch einpasst. Wenn ich jetzt eine Betreuungsperson ins Auge gefasst habe, dann schaut es nicht, wenn ich mal entweder anrufe oder einfach einmal ein höfliches E-Mail hinschreibe. Hallo, weiß nicht, sehr geehrter Herr Professor XY, Themenvorschlag wäre so und so und haben Sie Kapazitäten, mich zu betreuen? Was immer gut ankommt, wenn man sich schon Gedanken gemacht hat über das Thema. Das heißt, es muss jetzt nicht der genaue Titel feststehen, das kann sein, dass sich dann ändert. Aber einmal zu sagen, keine Ahnung, ich will irgendwas schreiben über, also zum Beispiel Markenrecht, und ich habe jetzt geschrieben über Farbmarken im Konkreten, dann habe ich geschrieben, sehr geehrter Herr Professor Wolkersdorfer, ich habe mir Gedanken gemacht, ich möchte gerne über dieses Thema schreiben und habe im Anhang eine erste, so einen ersten Entwurf mehr oder weniger geschickt, habe schon Literatur mir ausgesucht, habe diese Literatur schon praktisch angehängt, habe schon zitiert mehr oder weniger, worauf könnte ich denn mich in meiner Diplomarbeit beziehen und ein grobes Inhaltsverzeichnis, also wirklich nur Eckpunkte, das war überhaupt nicht ausgefeilt, das war im Endeffekt dann komplett anders. Uns geht es aber gar nicht, es geht einfach nur darum, dass meine Betreuungsperson sieht, hey, wo hat sich schon Gedanken gemacht. Das hat den Hintergrund, warum ich euch das wirklich sehr ans Herz lege. Ich habe selber am Institut für Arbeit und Rechtsinstitut und habe das mitbekommen von Professor Carolus, Professor Hartmann und anderen. Die tun sich schwer, eine Diplomarbeit abzulehnen, wenn sich schon wirklich der konkrete Gedanken gemacht hat. Wenn ich jetzt da anrufe und sage, hallo, ich würde gerne was schreiben über Genossenschaftsrecht und rufe da jetzt Professor Wellinger an. Dann wird der sagen, schön und gut, machen Sie eine Gedanken und dann melden Sie dann bitte nochmal. Also das ist wirklich Dummheit, irgendwie das zu vermeiden, dass ich da bei meiner absoluten Traumbetreuung irgendwie nicht reinkommen würde. Genau, dann der dritte formelle Punkt nach Themensuche, Betreuung ist, wir müssen der Uni unser Thema melden. Da gibt es auf der Homepage einfach ein Formular, das füllt man einfach aus und hat einfach nur den Hintergrund, dass euch das Thema niemand mehr wegschnappen kann. Also das ist dann praktisch für euch gesaved. Und wenn ihr jetzt rein theoretisch 3 Jahre lang an euch eine Diplomarbeit schreibt, braucht es nicht die Befürchtung haben, dass inzwischen der andere kommt und dasselbe Thema nimmt. Also das ist dann weg sozusagen. Dann gibt es noch ein verpflichtendes Diplomarbeitsseminar zu absolvieren. Da hat es vor ein paar Jahren eine Curriculumsänderung gegeben und das hat jetzt 3 ECTS, also ist eigentlich auch relativ viel, muss man sagen, für das, wie unterschiedlich diese Seminare ausgestaltet sind. Manche Betreuerinnen verlangen, dass man das Seminar bei ihnen macht. Nicht jeder bietet ein Seminar an, vielleicht habt ihr im Kurs schon mal geschaut. Es ist je nach Fächer unterschiedlich und es werden auch nicht jedes Semester alle Seminare angeboten. Also da muss man ein bisschen schauen. Man kann auch, wenn man im Kurs bei dem Diplomarbeitsseminar drinnen ist, kann man oben bei diesem Dropdown-Menü das Semester auswählen und kann zurückblättern, in welchem Semester welche Seminare sozusagen angeboten wurden und kann dann spekulieren, dass das nächste Semester auch wieder so sein wird. Es ist nicht überall so, dass die Betreuerinnen und Betreuer verlangen, dass das Seminar direkt bei ihnen gemacht wird. Ich sage mal, es schadet nicht, wenn man es zumindest in einem Fach gemacht hat. Und es ist so, dass man das Seminar auch mehrfach absolvieren kann. Früher hat man es nur einmal machen können und dann war es vorbei. Mittlerweile, auch dank der ÖAJUS, hat es eine Curriculumsänderung gegeben, dass das Seminar mehrfach absolviert werden kann. Das heißt, wenn ihr dieses Seminar zu einem früheren Zeitpunkt absolviert habt, weil es beispielsweise die ECTS für irgendein Stipendium braucht habt. Ich habe es damals gemacht, keine Ahnung, also ich habe einfach die ECTS braucht, weil ich hab mich für ein Auslandssemester beworben habe und habe gedacht, das schaut sicher gut aus, weil ich das schon habe. Und habe es auch im Unternehmensrecht gemacht, aber ich habe weder einen Plan gehabt von einem Thema,
nur von einer Betreuung, nur sonst irgendwas. Wenn euch das jetzt auch zum Beispiel passiert, dann ist das gar kein Thema, meldet sich einfach nur mal neu an. Ihr kriegt die ECTS nicht nur mal gut geschrieben, also natürlich nur einmal, aber das schaut nicht, also wenn man das in dem Fach macht, in dem man dann auch die Diplomarbeit schreibt. Vor allem im Unternehmensrecht zum Beispiel war es ja so, dass die dann auch gefragt haben, ob man schon weiß, bei wem man schreiben will und ungefähr in welchem Bereich. Einfach auch, damit die abschätzen können, wie viel Arbeit kommen denn auf mich zu, weil die Betreuung ist intensiv und das ist natürlich auch von Vorteil für die Institute. Zu dem Seminar sei noch gesagt, es ist komplett unterschiedlich ausgestaltet. Ich weiß von manchen, die verlangen, dass man da schon die ersten 5 Seiten oder was von der Diplomarbeit abgibt. In meinem Fall war es gar nicht so. Es war damals Anwesenheitspflicht. Das wird aber auch nicht von jedem gleich gelebt. Also das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben damals hauptsächlich Zitierregeln gemacht, was echt nicht schadet, weil ich habe in meinem ganzen Studium keine einzige Hausarbeit geschrieben und habe mir dann gedacht, ich zitiere eigentlich, also ich war ein bisschen lost. Da schadet das dann eigentlich nicht, sich damit einmal zu beschäftigen. Aber schaut sich das im Vorhinein vielleicht an. Ihr könnt es auf den Instituten nachfragen, was es da Erfordernis für dieses Seminar. Oder fragt sie mal bei euren Studienkolleginnen durch. Vielleicht hat ja die eine oder die andere schon mal so ein Seminar gemacht und kann berichten, wie viel Aufwand das denn tatsächlich so ist. Genau, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Manche dann wirklich nur zitieren und erklären einmal die Zitierregeln und in andere kann es sein, dass man schon was abgeben muss. Also das ist. So, wir haben unser Thema, wir haben unsere Betreuung, wir haben unser Thema gemeldet und wir haben das Diplomarbeitsseminar absolviert. Next Step, die Recherche. Wenn ich schon ein Thema mir habe, habe ich, wie gesagt, idealerweise, um mir meine Betreuung zu organisieren, schon ein paar Literaturvorschläge und sonstige mir rausgesucht. Aber wie ist es eigentlich jetzt mit der Recherche? Es gibt diese Datenbanken, die vielleicht die eine oder andere schon im Studium benutzt hat. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie eine Hausarbeit geschrieben gehabt. Ob du wusstest, es gibt da diese RDB und dieses LexisNexis, aber eigentlich nicht wirklich. Und genau, es ist eigentlich wirklich vernünftig, wenn man sich da mal in Ruhe hinsetzt und sich mit den Datenbanken ein bisschen spielt. Vielleicht hat ja schon mal wer eine Schulung gemacht. Es gibt wieder so Schulungen für Linde Online oder RDB. Ihr habt alle einen gratis Zugang über also über eure Matrikelnummern, über euer normales Passwort. Ihr kommt in alle Datenbanken gratis rein. Dann nicht zu unterschätzen die Bibliothek. Auch wenn die Literatur dort teilweise ziemlich alt ist, schadet es nicht, wenn ich vielleicht auch sogar auf Themensuche bin und mich interessiert jetzt irgendwie Sozialversicherungsrecht zum Beispiel. Wenn ich mal ins Juridikum gehe und dann im dritten Stock beim Arbeits- und Sozialrecht einmal so schaue, was gibt es da für Bücher und Inhaltsverzeichnisse durchschaue, was für Themen springen mich da vielleicht an? Und es schadet auch nicht, weil man einfach in der Bibliothek, ich bin ein bisschen mehr der haptische Typ, einen Überblick davon kriegt, wie viel Literatur gibt es überhaupt über das Thema. Ihr müsst bedenken, die Diplomarbeit ist eine reine Literaturarbeit. Ihr müsst nichts neu erfinden, ihr müsst nichts irgendwie neu rechtlich bewerten oder sonst irgendwas. Es ist wirklich eine reine Literaturarbeit. Das bedeutet, ihr braucht Literatur, die ihr natürlich zitieren könnt. Je mehr Zitate, umso besser und umso mehr Zitate, umso weniger dann auch das Plagiatsrisiko. Dann gibt es natürlich noch Diplomarbeiten, die es erfordern, dass man sich mit Gesetzesmaterialien beschäftigt. Wenn zum Beispiel wer historische Diplomarbeit schreibt über irgendwie NS-Gesetzgebung oder sonst irgendwas, dann schadet es nicht, wenn man sich da einmal mit alten Gesetzesmaterialien befasst. Lehrbücher sind sowieso immer ein guter Tipp. Lehrbücher sind vor allem zum Beginn der ideale Einstieg. Also wenn jetzt der irgendwie sagt, irgendwie Pfandrecht, das ist mein Thema, da will ich was schreiben, dann nehme ich mir mal dieses Sachenrechtslehrbuch und schaue mal, was steht da so drinnen und vor allem, was steht in den Fußnoten drinnen. Also die Lehrbücher zitieren ja auch. Die zitieren irgendwelche Beiträge oder OBH-Entscheidungen oder sonstige Sachen. Das schaue ich dann, woher haben die das?
suche mir das aus und dann habe ich auch schon wieder einen breiteren Pool an Literatur für meine Diplomarbeit. Der Google ist auch nicht so blöd manches Mal. Jetzt nicht natürlich, um da Sachen zu zitieren, ich meine, das ist uns eh auch nicht klar, aber einfach einmal, um das Thema irgendwie abzustecken. Also wenn ich jetzt irgendwie eine grobe Idee von einem Thema habe, kann ich das einmal googeln, was gibt es da so? Manches Mal kommen da vom Ries Sachen, die dann da aufpoppen. Also das schaut eigentlich auch nicht. Ja, Kommentare, logisch, die sind online über die Datenbanken abzurufen, genauso wie die Monographien, Ries, genau, juristische Fachzeitschriften und in Fußnoten von anderen Beiträgen. Zu den juristischen Fachzeitschriften sei noch gesagt, ich habe das irgendwie damals bei meiner Diplomarbeit nicht so behirnt, dass das eigentlich voll die wertvolle Datenbank ist, weil da schreiben regelmäßig schlaue Menschen irgendwelche neuen Beiträge über irgendwelche rechtlichen Themen. Und das ist super für euch, wenn ihr Diplomarbeit schreibt, weil ihr da einfach wirklich viel Literatur zusammensammeln könnt durch diese Fachzeitschriften. Im Juridikum, wenn ihr da in der Bibliothek seid, je nach Stock und Thema halt, geht man da beim Lift raus und dann gleich links das erste Regal, da sind diese Zeitschriften drinnen und da schaut ihr einfach einmal, was gibt es für Zeitschriften, beispielsweise gibt es eigene, wenn jetzt wer sagt, das will wer was über Intellectual Property schreiben, gibt es eigene Zeitschrift über das und dann schaue ich mal, was ist da so geschrieben worden, geht natürlich auch alles über die Datenbanken. Aber wie gesagt, in der Bibliothek finde ich, ist es ein bisschen leichter, Überblick zu bewahren, weil da weiß ich, was habe ich schon in der Hand gehabt und was noch nicht. Dann gibt es noch ein Thema, nämlich das Diplomarbeitskolloquium. Das Kolloquium hat 4 ECTS, also auch nicht so wenig eigentlich. Und ja, was kann man sich da jetzt drunter vorstellen? Im Endeffekt ist das Kolloquium ein mehr oder weniger informelles Gespräch. Ich habe meins damals über Zoom gehabt, also ich war nicht mehr auf der Uni. Manche machen es per Telefon, manche sagen, kommen Sie zu mir ins Büro, sprechen wir es. Also es ist wirklich im Endeffekt keine hochoffizielle Präsentation eurer bisherigen Ergebnisse. Also fürchtet euch nicht vor diesem Kolloquium. Es ist wirklich eine rein eine formelle Hürde, um euch auch den Schreibprozess irgendwie ein bisschen zu erleichtern. Man präsentiert dann im Laufe dieses Kolloquiums das Konzept. Wie gesagt, es ist keine hochoffizielle Präsentation. Also müsst ihr jetzt nicht die mega PowerPoint mit den Top 5 Erkenntnissen eurer Diplomarbeit präsentieren, sondern es geht vielmehr darum, welche Überlegungen habt ihr über die Diplomarbeit angestellt? Wie schaut euer Inhaltsverzeichnis aus? Habt ihr vielleicht schon zu den Unterpunkten Literatur gesammelt? Was sind eure Worauf wollt ihr hinaus mit eurer Arbeit? Was ist das Ziel? Wo gibt es noch Probleme? Also das ist wirklich eine Chance für euch und eine Serviceleistung eurer Betreuerin, eures Betreuers, wenn die dieses Kolloquium auch ernst nehmen, weil da kann man wirklich nochmal Fragen stellen. Haben Sie vielleicht nur Literaturtipps? Wie kann ich das Inhaltsverzeichnis besser aufbauen? Genau. Also ich habe damals auch mein grobes Inhaltsverzeichnis präsentiert. Der Professor Wolkersdorfer hat dann nur ein paar minimale Änderungen vorgenommen und wir haben dann nur ein bisschen über Literatur geredet, ob ich grundsätzlich am Holzweg bin oder ob das irgendwie halbwegs zusammenpasst. Und genau, das war eigentlich ein richtig nettes Feedbackgespräch und ist, wie gesagt, ganz informell, also nicht irgendwie hochoffiziell. Genau, telefonisch, persönlich, via Zoom, das habe ich auch schon gesagt. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben ein Thema, wir haben eine Betreuung, wir haben das Thema gemeldet, wir haben erste Recherchen angestellt, wir haben das Diplomarbeitsseminar gemacht, wir haben sogar schon unser Kolloquium absolviert. Jetzt müssen wir die Gaudia schreiben. Grundsätzlich im Curriculum, ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, was schreibt man da eigentlich? Also es ist eine wissenschaftliche Hausarbeit, wo man eine theoretische Fragestellung stellt zu einem bestimmten Thema. Das kann jetzt irgendein
In meinem Fall war es Farbmarke eben beim Lindt Osterhasen, also der ist ja so gold. Und da ist es dann halt um die Frage gegangen, hat diese goldene Farbe Verkehrsgeltung erlangt oder nicht? Also das war praktisch meine Überfrage. Und anhand dieser Frage arbeitet man sich dann mittels Rechtsprechung, Judikatur und Literatur Stück für Stück nach vorne. Also natürlich braucht man viel wissenschaftliche Literatur, um halt einmal irgendwas zitieren zu können. Wichtig ist es auch immer mit Rechtsprechung zu untermauern. Also idealerweise hat der OGH irgendwas Schlaues dazu gesagt oder der EuGH irgendwas schon dazu entschieden. Oder auch irgendwelche anderen Gerichte. Und das kann man dann in der Diplomarbeit verwerten. Manche Diplomarbeiten analysieren auch Gerichtsentscheidungen. Also da ist es dann nicht eine theoretische Fragestellung, sondern da nimmt man sich dann eine konkrete Gerichtsentscheidung her und versucht, die zu analysieren rechtlich. Gibt es natürlich auch. Das dritte Thema habe ich auch eingangs schon kurz erwähnt, es gibt die Möglichkeit einer verkürzten Diplomarbeit mittels Moot Court. Hat von euch schon mal wer einen Moot Court gemacht? Ja, okay, ein paar, vereinzelt. Ich habe damals auch einen Moot Court gemacht im IP eben. Und wenn man diese Möglichkeit annimmt, einen Moot Court zu machen, der zugegeben unterschiedlich viel Aufwand ist, aber auf jeden Fall nicht im Aufwand zu unterschätzen ist, dann kriegt man sozusagen als Gutsi eine verkürzte Diplomarbeit. Im öffentlichen Recht glaube ich zu wissen, dass es damals so war, oder halt, wie ich noch mehr oder weniger studiert habe, dass man da auch ein Thema dann aufgrund des Moot-Courts vorgeschlagen bekommen hat. In meinem Fall habe ich es selber gesucht, habe aber halt nur 20 Seiten schreiben müssen. Und es ist halt schon ein Unterschied, ob ich 20 Seiten schreibe. Ich habe eine Studienkollegin gehabt, die hat 90 Seiten geschrieben. Also das geht dann schon auf fast ein bisschen in Richtung Dissertation. Also wenn es die Möglichkeit habt und es sie mit einem Studienplan irgendwie vereinbaren lässt, nutzt es die Chance, macht es einen Moot-Court. Nicht nur, weil man verkürzt Diplomarbeit schreibt, sondern weil es wirklich eine coole Erfahrung ist. Nein, es ist eigentlich relativ wurscht. Also du hast das ja im Kurs, steht ja drinnen wahrscheinlich, entweder du hast ja LVA mehr oder weniger gut geschrieben gekriegt oder du hast die ECTS für Moot Court gekriegt und dann würde ich einfach ans Institut schreiben, ich habe damals auch einen Moot Court gemacht und würde jetzt auch gern das in Anspruch nehmen, dass ich die verkürzte Diplomarbeit schreiben darf. Genau. So, jetzt schreiben wir unsere Diplomarbeit, müssen das natürlich ja irgendwie nach Form bringen. Die Formatvorlage dazu findet ihr auf der Homepage, einfach wenn es eingibt. Also ich glaube, wenn man Google eingibt, Abschlussarbeiten.ku oder so, kommt man direkt drauf und da kann man sich das juristische Design mehr oder weniger runterladen. Teilweise gibt es auch auf vereinzelten Institutsseiten Vorlagen, da müsst ihr einfach ein bisschen schauen, ob es irgendwie anders ausschaut. Genau, dann Literatur zusammensuchen. Es schaut dann nicht, wenn man sie da eine Mappe anlegt oder falls wer digital irgendwie affin ist, das irgendwie digital zusammensammelt und anstreicht. Genau, nicht auf die Beiträge in den Zeitschriften vergessen, das ist ganz wichtig. Und dann macht es natürlich Sinn, sich einen Überblick zu verschaffen, bevor man zu schreiben beginnt. Das bedeutet, ihr schaut euch jetzt einmal eure Rechercheergebnisse an. Dann schaut sich euer Inhaltsverzeichnis an, das ihr dann idealerweise schon habt, und schaut einmal, welche Literatur passt zu welchem Thema. Und dann schadet es nicht, wenn man einmal das Inhaltsverzeichnis in Word einfach aufmacht und dann zu jeder Überschrift oder zu jeder Headline dazu schreibt, dort und dort möchte ich das praktisch zitieren. Weil dann habe ich, wenn ich zu schreiben beginne, und die Diplomarbeit ist ja nicht mehr oder weniger von vorne, oder nicht alle sind von vorne bis hinten, dass man da praktisch einen Namen durchschreibt, sondern es hat jedes Kapitel vielleicht ein bisschen einen anderen Hintergrund oder andere rechtliche Beurteilung, die da zugrunde liegt. Da macht es schon Sinn, dass man dann während des Schreibens nicht wieder überlegen muss, boah, unter Kapitel A Punkt erstens oder so,
Die Überschrift, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Also, wenn ich da schon a zwei Literaturvorschläge stehen habe, vielleicht a paar Gerichtsentscheidungen, dann mache ich mir diese Literatur auf, schaue, okay, was steht da, und dann weiß ich wieder, was ich mir da eigentlich dabei gedacht habe. Ja, das bleibt uns leider nicht erspart. Die Diplomarbeit ist mit sehr viel Leseaufwand verbunden, weil man natürlich auch das, was wir dann zitieren in unserer Arbeit, lesen, 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 lesen müssen. Und während des Lesens kommt man bei manchen Beiträgen eigentlich erst so richtig drauf, was steht da eigentlich drinnen. Weil die Überschrift ist irgendwie so, dass man davon ausgehen könnte, boah ja, das kann ich für meine Diplomarbeit verwerten. Dann lese ich das und denke mir so, na, die sind irgendwie falsch abgebogen. Eigentlich ist es jetzt nicht so spezifisch, dass ich es verwerten kann, oder es biegt irgendwo in eine andere Richtung ab, wo ich mein Thema nicht daraufhin eingegrenzt habe. Also dieses Lesen, das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen leider sich erledigen lässt. Aber wenn man in dem Zug sitzt oder vom Schlafen gehen und 3, 4 Seiten liest, dann geht es das eigentlich, dass man da sich relativ schnell einen Überblick verschafft. Wenn man, so wie ich, der haptische Typ ist, dann, ich habe mir die Sachen alle ausgedruckt, gebe es zu, und habe das dann in einem Ordner zusammengefasst. Also habe mir dann mit so Trennseiten das praktisch nach Kapiteln unterteilt, zu welchem Thema, welche Fragestellung, weil es gibt ja dann im Laufe der Diplomarbeit Unterfragestellungen. Es ist ja eine große Frage und dann gibt es ein paar, wo man nur näher darauf eingehen möchte. Und dann habe ich das einfach versucht, mir so zu ordnen, dass ich erstens immer alles benannt habe, weil es ist nichts blöder, wie wenn man motiviert in der Früh aufsteht, sich am Weg in die Bibliothek macht und dann drauf kommt, ich habe die Hälfte von meinen Themen nicht mit, wo ich jetzt genau eigentlich das schreiben wollte. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich schmerzlich erlernen habe müssen. Meiner Meinung nach, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber meiner Meinung nach macht es relativ wenig Sinn, wenn ich jetzt so eine Stunde Zeit habe und mir so denke, ich würde jetzt nur gerne irgendwie was Produktives machen, sich mit dem Schreiben zu beschäftigen. Lesen ja, schreiben nein. Warum nicht? Ich brauche meine Zeit, bis dass ich wieder dorthin gefunden habe, wo ich aufgehört habe, oder bis dass ich überhaupt einmal anfange. Das erste Kapitel ist das Schwierigste. Einfach, weil man sich da mal hinsetzen muss, seinen Perfektionismus überwinden muss und einfach einmal was hinschreibt. Einfach nur, dass einmal dort was steht. Und darum empfehle ich euch wirklich, nehmt euch einmal einen Vormittag, einen Nachmittag oder einen ganzen Abend Zeit, legt das Handy weg und schreibt einfach einmal drauf los. Egal, was dann am Ende des Tages rauskommt, aber lass dich nicht irgendwie da jetzt reinreiten, schnell, schnell, eine halbe Stunde oder eine Stunde, nur schnell irgendwas zu schreiben. Ich glaube, dass man oft die Zeit nicht hat, um sich da dann wieder gedanklich so reinzudenken, dass ich dann dort da wirklich wieder angekommen bin, wo ich vielleicht beim letzten Mal aufgehört habe. Ja, drauf losschreiben ist leichter gesagt als getan. Wie gesagt, das erste Kapitel ist das Schwierigste. Aber es hilft nicht. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man mal den ersten Satz, den ersten Absatz, das erste Kapitel schreiben muss. Und ich garantiere euch, danach geht es leichter. Also das erste ist wirklich, man ist irgendwie vielleicht ein bisschen unzufrieden, man weiß noch nicht genau, was kommt am Ende raus, wie schaut das Ganze dann aus. Aber wenn sich einmal hinsetzt, einmal drauf losgeschrieben habt, dann ist man irgendwie in so einem Flow. Idealerweise ist es ein guter Flow, wenn man da schon die ganze Literatur irgendwie parat liegen hat und dann genau weiß, ja, das habe ich da her, das habe ich da her, und keine Ahnung, und zitiert es dann nur mehr. Also wirklich einfach einmal hinsetzen und einfach schreiben. Ja, genau, und zitieren noch AZR. Es gibt da so ein kleines rotes Buch, das heißt, glaube ich, AZR einfach. Und es gibt da verschiedene andere Bücher, glaube ich, es gibt da noch ein Lexit. Kann man entweder in der ÖJUS ausborgen, kann man sie natürlich auch kaufen, oder in der Unibib ausborgen. Also schaut sich das vielleicht vorher mal an, wie man überhaupt zitiert, weil es macht einen Unterschied,
was für Gerichtsentscheidungen und ob es jetzt eine Monographie ist oder ein Kommentar ist. Also da gibt es irgendwie feine Unterschiede beim Zitieren. So, jetzt haben wir die gerade geschrieben, das ist schon mal top. Jetzt müssen wir es auch nur Korrektur lesen. Idealerweise natürlich selber mal von vorne bis hinten durchlesen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid fertig, das ist eigentlich jetzt so einmal das erste Exemplar, das ihr da jetzt vollbracht habt, dann lest es einmal wirklich von vorne bis hinten durch und versucht es für euch nachzuvollziehen, macht es Sinn und bin ich eh nicht irgendwie falsch abgebogen. Wenn ihr dann sagt, okay, das passt jetzt für mich so, gebt es euren Eltern, euren Großeltern, euren Geschwistern, euren Studienkolleginnen, einfach random Menschen, teilweise mit juristischem Hintergrund. Es schadet aber nicht, ich meine, jetzt meiner Mama Neckin, weil die ist Bachelorin, aber es schadet nicht, eine nicht juristische Person drüber zu lesen, also drüber lesen zu lassen, einfach weil die nicht diesen juristischen Knoten im Kopf haben, den wir haben. Und ja, meine Schwester hat mir mal die Chlorarbeit zurückgegeben mit den Worten, die hast du in Deutsch maturiert. Also es war teilweise ein bisschen verzwickt, sage ich ganz ehrlich. Man verliert dann ein bisschen den, ja, die deutsche Sprache, weil man bitte den Namen muss auch so schlau schreiben und ja, ist oft gar nicht so gescheit. Also ja. Dann ein nicht zu unterschätzendes Angebot. Es gibt den ÖH-Plagiatscheck. Das ist wirklich ein super Tool, weil ihr schickt so die Chlorarbeit hin und kriegt es dann innerhalb von 1 bis 2, ja, wobei, ich hätte jetzt gesagt Monaten, aber das war eigentlich fast ein bisschen lang. Ich weiß gar nicht, wie lange es braucht. Ah, 2 Wochen? Okay. Dann schickt sie die Chlorarbeit einmal hin und kriegt es dann zurück und markiert alle die Teile, die problematisch sein könnten. Das ist keine fixe Garantie, weil die ÖH benutzt meines Wissens noch ein anderes Tool als die Uni das tut und vergleicht die Arbeiten natürlich auch überwiegend mit Arbeiten, die ja an der JKU verfasst wurden und natürlich auch mit Literatur, die irgendwie frei zugänglich ist. Wie gesagt, das ist keine Garantie. Die verspreche ich aber, wenn ihr reinen Gewissens die Diplomarbeit geschrieben habt, alles sauber zitiert habt und euch wirklich am Abend ins Bett legen könnt, ohne schlechtes Gewissen etwas abgeschrieben zu haben, dann wird dieser Plagiatschecker passen. Also ich habe damals, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 18% gehabt oder so, was irgendwie relativ viel ist. Es gibt, glaube ich, auch eine uni-interne Prozentregelung, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie viel Prozent das man haben darf. Es war aber tatsächlich, meistens waren es Eigennamen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, was ist so ein gängiges, wenn man jetzt zum Beispiel Silvia Dullinger zitiert, dann ist der Name Silvia Dullinger Plagiat gewesen. Also das ist, also da braucht sich wirklich nicht davor fürchten. Was auch sehr häufig vorkommt, ist, wenn man so Zwischenwörter irgendwie hat, so irgendwas mit und, irgendwas, dann ist das ein Plagiat und dann habe ich da ein Plagiat gehabt mit medizinischen Abschlussarbeiten, wo ich mir gedacht habe, also das sind wir nicht besser, das geht sich auf keinen Fall aus. Also es sind teilweise wirklich einfach Phrasen, wo das Programm sagt, hey, das habe ich schon mal so gesehen, es wird markiert, kann man da umschreiben, wenn man sich wirklich sicher ist oder man sieht dann auch, woher es kommt. Wenn man dann weiß, das habe ich dort sicher nicht abgeschrieben, dann ist es auch nicht so tragisch. Aber wie gesagt, ein sehr sinnvolles Tool. Plant bitte genügend Zeit dafür ein, weil in den Hochphasen kommen auch die Kolleginnen vom Plagiat-Check nicht ganz hinten nach mit den Arbeiten. Und es sei auch noch dazu gesagt, den Plagiat-Check kann man nur einmal machen. Warum? Weil eure Arbeit ist dann im System, wird natürlich auch wieder verwendet, um euren Nachfolgerinnen diesen Service zu bieten und dann hättet ihr 100% Plagiat, einfach weil eure Arbeit genauso drinnen ist. Ich habe dann damals, es gibt da im Internet ein paar so Freeware-Sachen, da habe ich dann nur A2 habe ich dann nur drüber laufen lassen, einfach fürs Gefühl, aber im Endeffekt ist das, glaube ich, gar nicht notwendig. Also ich habe den Plagiatscheck an der Uni schon gemacht, also ich habe auch schon Diplomarbeiten auf Plagiate überprüft. Die Uni hat das Plagiat-Dings vom Plagiatsweber, also von diesem Weber, der da die ganzen Abschlussarbeiten irgendwie überprüft. Das hat die Uni auch, dieses System. Und da ist es ähnlich. Also auch wir sehen dann,
wo ist da irgendwie was bedenklich, und die sehen dann auch, woher das kommt. Und wenn man dann sieht, das ist eben aus einer naturwissenschaftlichen, also naturwissenschaftlichen Journal, also, da ist das ein Plagiat, dann klicke ich das weg, weil das, also wie gesagt, ist sinnlos. So, dann müssen wir die Arbeit einreichen. Mittlerweile ist es so, oder das heißt mittlerweile, also damals, wie ich die Diplomarbeit geschrieben habe, war es gerade neu, dass man die Diplomarbeit ausschließlich digital einreicht. Das heißt, ihr wandelt das Dokument in eine PDF um und lädt es auf dieser Homepage auf. Zuvor sei noch erwähnt, dass ihr das Deckblatt vorher nur ans Paas schickt. Es hat nämlich irgendwie in der Vergangenheit Probleme gegeben, dass da Formalitäten nicht zusammengepasst haben, dass irgendwie Betreuerinnen gefehlt haben oder die Uni-Adresse gefehlt hat oder irgendwie das irgendwie falsch war. Deswegen schickt man das vorher nur ans Paas und die sagen dann passt und dann kann man das einreichen. Also das ist wirklich ein formeller Klacks. Ja, und dann haben wir es idealerweise abgeben und idealerweise kriegen wir gute Noten drauf. So, was sind jetzt nun meine persönlichen Tipps, die ich euch zum Schluss noch gerne mitgeben möchte? Der erste, den habe ich selber leider zu spät bekommen, aber eine meiner Studienkolleginnen hat bei der Professorin Mitgutsch geschrieben und die hat den Tipp gegeben, man solle sich doch ein Notizbuch anlegen. Warum? Wenn man Diplomarbeit schreibt, kann es passieren, dass man auf einmal irgendwie einen Geistesblitz hat oder irgendwie in der Nacht aufwacht und sie denkt, das muss ich nur behirnen und keine Ahnung, ist aber gerade unterwegs, dann tippe ich das irgendwo in mein Handy und weiß dann irgendwie, weil ich das lese, nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Deswegen macht ein Notizbuch echt Sinn, weil man da einfach seine Gedanken sammeln kann. Da kann man reinschreiben, das und das habe ich gehört, an das und das möchte ich mich erinnern, das und das muss ich nur da, also ja, To-Do-Liste. Also das macht schon Sinn, wenn man sich da ein kleines Büchlein anlegt und das ja immer mitnimmt. Wie gesagt, ich bin ein haptischer Typ, wenn ihr da irgendwie digital affin seid, dann ist das sicher kein Thema mit dem Handy oder iPad oder sonst irgendwas. Genau. Aber Notizbücher sind irgendwie cool. Dann gibt es noch ein sehr sinnvolles, einen sehr sinnvollen Service eurer ÖHUs. Es gibt seit ein paar Jahren eine Diplomarbeitsbroschüre. Die liegt da hinten, also könnt ihr es euch dann gerne mitnehmen, wo nur mal Tipps und Tricks drinnen stehen, wie schreibe ich überhaupt die Diplomarbeit, wie gehe ich an das Ganze heran. Also im Endeffekt so ein bisschen wie das, was ich euch erzählt habe, nur nur viel ausführlicher. Was auch total sinnvoll ist, erstens einmal, ihr seid nicht alleine. Viele vor euch haben Diplomarbeiten geschrieben und viele nach euch werden Diplomarbeiten schreiben. Also, warum das eigentlich nicht auch nutzen? Es gibt dieses Tool von der Uni, das nennt sich EPUB, wo alle Diplom- und Masterarbeiten veröffentlicht werden. Das ist super cool, weil da kann man dann, wenn man das dann eingibt, dann kann man auswählen, Institut für Zivilrecht zum Beispiel. Dann kann ich auswählen, ich will jetzt nur Diplomarbeiten sehen und keine Dissertationen und keine Masterarbeiten. Dann kann ich nur auswählen, bei welcher Betreuungsperson, beispielsweise Andreas Gerldinger, welche Diplomarbeiten hat der Professor Gerldinger bisher betreut. Dann kann ich mal schauen, gibt es das Thema schon, das ich gerne geschrieben hätte. Dann kann man schauen, wie umfangreich sind die Arbeiten bei der und der Betreuung oder wie schaut so eine Diplomarbeit überhaupt aus. Genau. Außerdem ist es auch sinnvoll, Diplomarbeiten anzuschauen, die vielleicht ein ähnliches Thema haben als ihr. Nicht um daraus abzuschreiben, also das ist ganz eine schlechte Idee, sondern um da zu schauen, was haben die zitiert. Und dann kann man schauen in den Fußnoten oder hinten im Literaturverzeichnis, welche Bücher, Kommentare, Paragraphen, keine Ahnung, sind da zitiert worden und gibt es inzwischen was Neues oder kann ich da widersprechen, was da drinnen steht zum Beispiel. Also das macht schon Sinn, wenn man sich mal eine Diplomarbeit vorher anschaut. Genau, dann ein Thema, nicht zu lange liegen lassen. Ich habe Diplomarbeit geschrieben, habe dann ZGV inzwischen gelernt,
habe die Diplomarbeit keines Blickes gewürdigt, weil ich mir gedacht habe, das geht jetzt zu so raus, ich bin viel mit ZGV und keine Ahnung. Und das war damals meine letzte Prüfung und habe dann nach 2 Monaten das ZGV-Lernen so circa die Diplomarbeit nur mit Hand genommen und habe mir gedacht, super. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe keine Ahnung, wo habe ich eigentlich aufgehört. Das schaut eigentlich eh schon alles ein bisschen fertig aus, irgendwie aber auch nicht. Also das war gar keine gute Idee. Versucht, und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber versucht, die Diplomarbeit relativ schnell zu schreiben. Mit relativ schnell meine ich, alles innerhalb von einem Semester ist super, alles innerhalb von 2 Monaten ist top. Also es ist möglich. Es ist natürlich schwierig, je nachdem, welche Fächer du gerade machst. Also ich verstehe das, wenn man ZGV oder Bügel oder sonst irgendein anderes Kernfach macht, wird es einfach schwierig, dass man sich da ganz intensiv der Diplomarbeit widmet. Schaut einfach, vielleicht habt ihr mal wo ein bisschen Luft oder macht vielleicht in einem Semester kein Kernfach, sondern nur irgendwie Nebenfächer sozusagen, also vielleicht auch 2 mündliche Prüfungen, dann geht sich die Diplomarbeit dazwischen grundsätzlich gut aus. Überlegt sich ja vorher und besprecht mit eurer Betreuung, welcher Umfang wird erwartet. Wie gesagt, die Studienkollegin von mir hat 90 Seiten geschrieben, ich habe 20 oder 25 oder 30, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, also nicht zu vergleichen. Und wenn man da im Vorhinein weiß, wie viel brauche ich ungefähr, dann stresst man sich ja weniger, weil im Endeffekt, es geht relativ schnell, dass man relativ viele Seiten übereinander hat. Ortswechsel. Es kann vorkommen, dass man eine Schreibblockade hat. Ich habe da eigentlich dann ganz hilfreich gefunden, einen Ortswechsel vorzunehmen. Also ich habe dann meinen Laptop gepackt, meinen Mappenbock mit meinen ganzen ausgedruckten Literatursachen und Entscheidungen und keine Ahnung und habe einmal in die Hauptbib gewechselt und vom Learning Center ins Juridikum und von mir daheim ins Wohnzimmer von meinen Eltern und keine Ahnung. Habe einfach versucht, da ein bisschen einen Ortswechsel reinzubringen. Man wird dann auch merken, an manchen Orten habe ich mehr Fokus als an anderen. Also ich kann bei mir daheim in der Wohnung gar nicht lernen und das funktioniert einfach nicht. Und da ist es dann auch schlauer, einmal einen Ortswechsel vorzunehmen. Genau, klärt es mit eurer Betreuerin, mit eurem Betreuer die Hard Facts gut ab. Also wie viele Seiten, wie lange darf ich brauchen, was erwartet er oder sie sich, ja, was sind nur so für Hard Facts, wie viel Literatur brauche ich, keine Ahnung. Also löchert die Person wirklich einfach mit allen Themen, die ihr wissen wollt. Es gibt da keine dummen Fragen in dem Zusammenhang, weil woher soll man es noch wissen? Also es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Eine Erfahrung, die auch in dem Prozess irgendwie dazugehört, es ist voll legitim und erlaubt, wenn man mal eine Seiten, ein Kapitel, einen Satz, einen Absatz einfach löscht. Also wenn man merkt, man schreibt, dann zitiert man natürlich, also vergesst es nie gleich, dass man die Zitate macht, weil es ist mühsam, wenn man dann suchen muss, woher ich das habe. Und dann schreibt man und dann am nächsten Tag liest man die Seiten und denkt so, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Und versucht dann, das irgendwie in eine deutsche Fassung zu bringen. Gelingt manches Mal auch nicht und dann macht es echt einfach nur mehr Sinn, löscht den kompletten Satz oder Absatz oder was auch immer und schreibt es neu. Manches Mal ist man da so verknotet irgendwie und versucht da Schachtelsätze zu formulieren, die gar nicht notwendig sind und dann tut man sich schwer, dass man da sich wieder auf das Wesentliche besinnt. Also tatsächlich Sachen zu löschen, das ist förderlich für den Prozess. Auch ein Tipp von einer Kollegin von mir, die hat ein zweites Dokument mehr oder weniger gehabt und hat die Sachen, die sie gelöscht hat, nicht so, dass sie für immer weg sind, sondern aus dem Entwurf mehr oder weniger rausgenommen und in ein separates Dokument reingegeben. Das war dann praktisch so dieser Misthaufen an gelöschten, was weiß ich. Und ab und zu kann man vielleicht sogar wieder was wiederverwerten. Also das macht wirklich Sinn, wenn man da ein paralleles Dokument irgendwie hat und die Sachen, die man aus der Originalfassung rauskickt, dass man das einfach nur auf irgendwie so einem Dokumentenfriedhof mehr oder weniger sammelt. Also genau. Ja, ich kann mich nur mal wiederholen. Also wenn ihr Probleme habt bei der Themensuche,
versteift sich nicht irgendwie darauf, ein Thema zu suchen, was noch nie jemand geschrieben hat. Das ist nicht das Ziel der Diplomarbeit. Ihr müsst kein Thema neu erfinden, ihr müsst nicht irgendwie an Paragraphen neu kommentieren oder so. Also verabschiedet euch von der Idee, es ist wirklich eigentlich, die Themen werden euch im Daily Life begegnen. Manche von euch sind vielleicht berufstätig und haben da sogar schon vielleicht immer gedacht, da würde ich mich eigentlich gar näher damit auseinandersetzen und fangt nochmal zum Recherchieren an und kommt dann so zu einem Ergebnis. Oder wie gesagt, bei mir war es wirklich der Radio. Ich habe das im Radio gehört und hat man dann gedacht, ja, da will ich jetzt noch mehr dazu schauen. Also gerade Themen mit EU-Bezug, glaube ich, sind gefühlt jeden Tag irgendwo in der Zeitung. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel an die Signa-Insolvenz denke, also Insolvenzrecht, falls das wen interessiert. Also die Themen prasseln wirklich nur auf uns ein. Man muss nur einfach einmal ein bisschen einen Empfänger aufstellen, dass man das auch wahrnimmt und nicht immer nur als Bad News mehr oder weniger abspeichert, sondern einfach einmal als potenzielles Thema für eine Diplomarbeit. Ja, wenn man dann fertig geschrieben hat, war auch meine schmerzliche Erfahrung, ich war so froh, dass ich fertig war mit dem, dass ich es das komplett unterschätzt habe, wie viel Aufwand das eigentlich ist, hinterher dann zu korrigieren. Also ich habe die Diplomarbeit eben meiner Schwester geschickt zum Korrekturlesen, mein Papa hat es Korrektur gelesen und Studienkollegen, zwei glaube ich, haben es Korrektur gelesen. Also ich habe zwei juristische Insights meiner Meinung gehabt und zwei nicht juristische. Und diese Änderungsvorschläge, die dann da kommen, vor allem von den Nicht-Juristinnen, also da kommt gefühlt jeder Satz ist irgendwie falsch, das dauert echt nur mal eine Zeit, um diese Korrekturvorschläge einzuarbeiten. Also unterschätzt es nicht, ihr braucht nach dem Finalisieren der Arbeit sicher nur mal ein paar Tage, Wochen, je nachdem, wie viel Zeit ihr zur Verfügung habt, um diese Arbeit zu finalisieren, um diese Änderungen da eben einzuarbeiten. Auch das Zitieren am Ende. Also ich habe während des Schreibens, um halt möglichst im Flow zu bleiben, nur schnell Fußnoten gesetzt und habe darunter in den Fußnoten geschrieben, was nicht, das und das Buch, Seite oder Randziffer, so und so. Und habe dann am Ende die komplette Arbeit durchzitiert. Das war mega aufwendig. Falls wer das kann, dass er gleich währenddessen gescheit zitiert, macht es. Ihr spart sich hinterher viel Ärger. Wie gesagt, ich habe es nicht gemacht. Wollte aber auch irgendwie halt einfach schreiben und nicht mich ständig da mit dem Zitieren da irgendwie abschlagen und habe es dann halt am Ende gemacht. Aber das ist sehr zeitaufwendig. Also vor allem, da muss man dann wirklich jeden Beistrich und Punkt schauen, dass das irgendwie passt. Das ist ein bisschen mühsam. Genau. Insider-Tipp, das habe ich auch ausgenutzt bis zum geht nicht mehr. Es gibt in der ÖJUS Hausbib wirklich ganz coole Literatur. Zum einen eben gibt es Lekzit, es gibt AZR, es gibt aber auch ein Buch, das nennt sich Schreibguide für juristisches Schreiben. Es gibt auch noch andere, ich weiß jetzt nicht genau, wie die alle heißen, aber ich habe damals das gehabt. Und das ist eigentlich echt tolles Buch, um einmal ein bisschen zu schauen, wie schreibt man denn juristisch, also wie formuliert man die Sprache und was wird da so erwartet von so einer Diplomarbeit. Also das macht schon Sinn. Wie gesagt, in der ÖJUS Hausbib kann man sich diese Sachen ausborgen. Genau. Ja, ich bin jetzt einmal so weit am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt mir einigermaßen folgen können und wäre jetzt nur für euch eine Frage da, wenn es irgendwas gibt. Bitte. Also normalerweise ist mehr Vorlaufzeit gar nicht verkehrt, weil da können sich die Betreuungspersonen auch darauf einstellen, die Arbeit kommt dann. Vor allem kannst du jetzt dann schon die Zeit nutzen, um mit der Person auch schon ein bisschen abzustecken, was stößt da vor und was sind die Rahmenbedingungen. Das ist ein Thema, suchst. Also es ist mit dem Seminar, das ist wirklich, wie gesagt, voll unterschiedlich. Ich habe es damals gemacht, weil ich die ECTS brauchte fürs Auslandssemester
Es macht schon Sinn, wenn man vielleicht ein bisschen einen Plan hat, worüber wir schreiben, was für Thema, vor allem was für Fach. Also das ist sowieso immer das Wichtigste, dass man einmal da Überlegungen anstellt und dann das Seminar macht. Weil dann glaube ich bin davon überzeugt, dass man von diesem Seminar nur viel mehr profitiert, wenn man schon ein bisschen einen Plan hat, wohin geht die Reise. Sonst noch Fragen? Bitte. Bei dem Diplomarbeitsseminar ist es durch zum Schluss zu einer Erfolgung diesbezüglich zu kommen. Das ist voll unterschiedlich. Also, was jetzt auf die Gare kam, dass es eine Prüfung gibt, hast du es wert? Unternehmensrecht gibt es ganz kurz und vergessen und Okay. Aber der ist ganz nicht gerade. Okay, also es ist wirklich voll unterschiedlich. Manche verlangen, dass man Paper abgibt. Im Unternehmensrecht gibt es anscheinend eine Prüfung, das ist eine große. Andere haben Anwesenheitspflicht. Also das idealerweise einfach einmal dem LV-Leiter, der LV-Leiter tritt vorher schreiben, wie schaut das aus? Bitte. Also normalerweise nicht. Im Curriculum ist es nicht vorgesehen. Was anderes ist bei der Bachelorarbeit in Wirtschaftsrecht zum Beispiel oder Bachelorarbeit in Bachelor Rechtswissenschaften, aber im also Diplomstudium gibt es es ab und fertig. Genau. Ja? Und zwar, wie der Marc ja, es gibt irgendwie so Voraussetzungen für die Vorlesungen, dass man diese Noten auch, was gibt es in dem Fach schreiben kann. Wo ist das so, wo muss man da wissen, oder finden wir das online? Na, also ich glaube, am Unternehmensrecht, glaube ich, gibt es auf der Homepage Seiten, wo, also, wo das drinnen steht. Manche verlangen das, dass im Unternehmensrecht zum Beispiel sollte das nichts Schlechtes haben wie ein Dreier. Im Europarecht sollte das nichts Schlechtes haben wie ein Zweier, glaube ich, ein Dreier. Ja. Ah, okay. Ja, voll. Das kann sein, dass im Fuß dabei steht. Aber auch wegen dem stresst euch nicht. Ich war auch wirklich nicht die beste Studentin, also ich habe mehr auf Besteh gelernt und ja, dementsprechend waren dann die Noten. Und irgendwer muss die nehmen. Also du musst das Teil abgeben, deswegen ist darum sage ich, wenn ihr euch vorbereitet und euch einmal Gedanken dazu macht und jetzt eine Person anschreibt, weiß ich nicht, Herr Professor Leinmüller, ich stelle mir vor, ich möchte gern schreiben über, keine Ahnung, irgendwas Europarechtliches, keine Ahnung, fällt mir sonst gar nicht sein. Und echt dann auch schon Gedanken macht, grobes Literaturverzeichnis, grobes Inhaltsverzeichnis, dann wird der nicht sagen, na, Sie haben jetzt ein befriedigend, ich betreue Sie jetzt nicht. Also, glaube ich nicht. Das wird nicht passieren. Ja, bitte. Na, das kommt meiner Meinung nach ein bisschen auf die Betreuung drauf an. Meine Freundin, die ich vorher schon angesprochen habe, die bei der Professorin Mitgutsch geschrieben hat, hat über diesen Paragraph Schlag mich tot, StGB, geschrieben, der mit der vorsätzlichen Ansteckung. Das war ja während Corona voll das Thema, wenn ich als infizierter Mensch ausgehe, im Wissen, dass ich infiziert bin und halt das riskiere, dass ich da andere Leute irgendwie mit einer tödlichen Krankheit anstecke. Da hat es keine Literatur gegeben. Also woher denn auch? Das war komplett aktuell, das war während Corona, das war, ich glaube, 2020 sogar, glaube ich, hat's, oder 2021, also wirklich brandaktuell. Da gibt es einfach nicht viel Literatur. Da muss man sich dann einfach mit den Kommentaren, die es zu den Paragraphen ja dann doch irgendwie gibt, beschäftigen. Und die hat das beispielsweise auch viel über Zeitungsartikel gelöst und hat dann halt auch Zeitungsartikel zitiert. Wie gesagt, in Absprache mit der Betreuung, es sollte natürlich eine juristische Arbeit sein und kein irgendwas, aber das ist möglich. Auch wenn man zum Beispiel aus den Medien weiß, am LG Ried ist irgendeine Entscheidung getroffen worden, zum Beispiel über dieses Corona-Thema da, die ist dann, es war jetzt nicht LG Ried, aber das war irgendein anderes LG,
ist hingefahren, also hat hingeschrieben, hallo, ich habe gelesen, ich schreibe meine Diplomarbeit an der JKU, Thema XY, ich habe in der Zeitung gelesen, sie haben den und den verurteilt, weil er, da ist um den, oder ist er verurteilt worden, ich weiß nicht, aber da ist um das gegangen, wo der eine im Wohnhaus als positiv Corona-Infizierter in Müll obendran hat, falls du das wer erinnern kann. Und der, da war dann ein Verfahren gegen den, weil der ja praktisch Corona-infiziert in seinem Wohnhaus immer rumrennt. Und da war dann die Frage, darf er in Müll obendran oder auch nicht, oder wie auch immer, so genau weiß ich es nicht mehr. Und die ist dann hingefahren zu dem Gericht und hat vor Ort Akteneinsicht genommen, hat auch das Urteil sich angeschaut und hat es dann auch zitiert. Also auch das ist möglich. Wie gesagt, wenn ihr was in die Nachrichten hört, schreibt es die Gerichte an oder die Behörden, das ist natürlich dann geschwärzt und so, also ihr dürft jetzt da natürlich keine höchstpersönlichen Daten weitergeben, aber das ist eh klar. Also von dem her, rede mit deiner Betreuung zusammen, sag, du hast eine Idee, die wissen oft auch, aufgrund dessen, dass das ja ein Daily Business ist, viel mehr als wir, welche Literatur gibt es denn auch dazu. Und wenn er dann gerade sagt, ich weiß, da wird jetzt gerade eine Monographie verfasst von irgendwem, wart vielleicht für 2-3 Monate, dann ist die vielleicht sogar schon publiziert. Also einfach mit dem Betreuer abklären. Sonst noch Fragen? Also wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann schreibt es gerne einfach an die ÖHJUS. Die helfen euch gerne weiter oder wird dann auch ihr in Weiterleitung. Genau. Wenn es dann keine Fragen mehr gibt, da hinten liegen jetzt noch Sackerl auf und Diplomarbeitsbroschüren. Und genau, ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Schreiben der Diplomarbeit. Ihr schafft das, es ist, wie gesagt, kein Meister vom Himmel gefallen. Nehmt euch die Zeit, um es ordentlich anzugehen und dann auch ordentlich abzuschließen, dann wird das gar kein Problem. Genau.